Okay. Nicht gerade vertrauenserweckend. So ein riesiger Ort mit Wasser. Ich gehe einfach mal rechts an der Mauer entlang. Ich muss reden, damit ich keine Angst habe. Weil ich keine Ahnung habe, was mich hier erwartet. Ob ich alleine bin oder nicht. Nein, bin ich nicht. Wieso soll ich auch alleine sein? Wieso sollte ich auch alleine sein? Wo muss ich hin? Und wo ist der Typ, der hier rumläuft? Geht's da hoch? No, no! Ich hasse es. Stirb doch endlich. Und du? Ja, du siehst auch nicht gesund aus. Fucking hell. No! Mach doch die Tür nicht zu! Ey, der verfolgt mich gleich. Bleib stehen! Komm schon! Mein Gott, was sind das für Geräusche? Was zum Teufel ist das hier? Ein Festmahl für die Fliegen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, Tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Ich glaube ja wohl nicht. Aber er war ja vorhin hier unten. Also muss das ja irgendwas... Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation.
Ich hasse diese Schiebedinger. Ich weiß ganz genau, dass sie gleich wieder verfolgt werden. Es ist so klar. Dann können die das Ding hier wegräumen? Ich hoffe mal nicht. Ansonsten haben wir... Okay. Ja. Wie soll es auch anders sein? Zumindest hat es aufgehört zu rappeln. Mal schauen, vielleicht sterbe ich auch gleich. Okay, da ist ein Schacht. Okay, hier geht's nicht lang. Und hier auch nicht. Oh no. Alter Schwede. Zu lebendig, zu lebendig. Gott. Was zu... Ich drück immer das Falsche. Kosten... Was? Kostenbericht? Kostenbericht Projekt Warrider. Krankenbericht von Rick Traeger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe ihm mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor. Kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganze Zeit... Ich lerne die ganzen ersten Kniffe noch. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Ja. Schön, dass du das gelernt hast, aber wahrscheinlich ist jetzt jemand tot. Ich will die Scheiße hier nicht hören. Darf ich bitte? Darf ich hier nach oben? Leute? Okay, geht wohl nicht. Hä? Ich muss doch hier hoch. Ich hasse Lüftungsschächte. Sei still! Halt die Fresse! Oh shit, zwei Kannibalen!
Wilson! Das ist die Experiment. Oh shit! Das ist die Experiment. No! Das ist noch nicht das Experiment! Fucking hell! Go, 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 go! Scheiße! Los! Fucking hell! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! No! No, no, no! No! John! Ist das jetzt geplant oder nicht? Hä? 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 Ich check's grad nicht. Go, 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 go! Oh, diese Kerle machen mich verrückt. Who's down there? You're not one of them, are you? Shit! Get in the dumb waiter if you want to Shit! Live. Los! Mach doch was! Geh rein! Fucking hell! Fuck! You got a choice here, buddy. Scheiße. You're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here go arms and legs inside the car at all times. Wo bringt der Scheißtyp mich jetzt hin? Exit. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay, then, right this way. So ein Mistkerl. Der hat gar nichts an. Putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. I'll just need a second to wash up and no movies. And it'll give us a chance to talk. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy.
It's understandable. You people get scared. There's like to turn to God as anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. What? You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot. Fucking hell. Better, right? Oh, shit. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Oh, shit. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich will diesem Typen nie mehr begegnen. Ja. Also, ciao. When you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to see what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith. You're fine.